Heute wird das Rauchverbot in Bars und Gasthäusern beschlossen. In London wollen die U-Bahn-Fahrer die Nacht-U-Bahn verhindern. Es ist 10 Uhr. Der Nationalrat beschließt heute das Rauchverbot in der Gastronomie. In Kraft treten wird das aber erst im Mai 2018. Betroffen sind auch Wasserpfeifen und E-Zigaretten. In Hermagor in Kärnten war in der Nacht ein Bär unterwegs. Er hat einen Bienenstock angefallen und 6 Kilogramm Honig gefressen. Spuren und Feldhaare zeigen, dass der Bär schon öfter in der Gegend unterwegs war. Gesehen wurde das Tier gestern aber nicht, obwohl der Bienenstock nur wenige Meter von einem Haus entfernt ist. Die Londoner U-Bahn-Fahrerinnen und Fahrer streiken heute. Sie protestieren gegen den rund um die Uhr Betrieb, der ab September geplant ist. In London sind 200 Ersatzbusse unterwegs. Außerdem sollen die Menschen auf Leihfahrräder umsteigen. Und jetzt zum Wetter. So. Hier voll fein. Ich muss noch abspeichern. Okay.